U17-Pokalfinale in Berlin. Der BFC Preußen hofft auf die Sensation gegen die favorisierten B-Union von Hertha BSC. Und für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel. Zecke Neuendorf, einst selbst Trainer bei den Preußen. Jetzt rückt er wohl in die zweite Mannschaft der Herthaner auf und will sich dabei natürlich mit dem Pokalsieg verabschieden und seine Jungs von Beginn an bemüht, ihm diesen Wunsch auch zu erfüllen. Das ist Lazar Samardžić. Eigentlich harmloser Schuss und dann wird er doch gefährlich. Gut für die Preußen, dass Aslani hier ausputzt. Faris Feratovic hatte da den Ball nochmal scharf gemacht, aber nichts passiert aus Sicht der Preußen. Doch es bleibt weiterhin gefährlich, weil Hertha aufs Gas drückt. Samardžić für Jedmi Ameti und das 0:1. Nach nicht einmal 10 Minuten der Favorit in Front. Klasse Pass von Samardžić. Ameti artistisch und Feratovic, ja, der hat die Hand noch dran, aber doch keine Chance aus 2 Metern Entfernung. Weiterhin nur Hertha im Vorwärtsgang. Wieder Samardžić. Kujovic hält den Ball drin, aber Preußen macht ihn selbst nochmal scharf und Martin Winkler bestraft das. Das 0:2. Ja, eigentlich ist die Situation schon bereinigt, doch David Stojanovic bringt ihn da selbst nochmal in die Mitte. Winkler aufmerksam und dann eiskalt. Hertha auch auf das dritte Tor, noch richtig heiß. Winkler bringt den Ball zurück und jetzt Achtung. Jedmi Ameti gegen 4, 5, 6, 7 und der achte Gegenspieler kann gar nicht mehr eingreifen. Was für ein Treffer zum 0:3. Die Vorentscheidung in der Telefonzelle herausgespielt. Klasse Dribbling von Jedmi Ameti. Ja, so viele Gegenspieler sind wohl gar nicht auf dem Platz, die es bräuchte, um ihn hier aufzuhalten. Hertha klar auf Kurs Finalsieg. Und Andreas Neuendorf, naja, der dürfte zu diesem Zeitpunkt durchaus etwas glücklicher gucken. Zumal seine Jungs solche Pässe spielen. Florian Haxer veredelt das Ganze zum 0:4. Von rechts außen nach innen gezogen, mit links abgeschlossen. Ja, irgendwoher kennen wir das doch. Aber auch ein toller Pass von Mesut Demirkesic. Kurz vor der Pause Freistoß Winkler und Kopfball Dirkner. Nur die Latte bewahrt die Preußen vor einem noch höheren Rückstand zur Pause. Zweiter Durchgang und dann auch mal was von den Preußen zu sehen. Naja, ein Versuch per Lupfer hier. Oder war es eine Flanke? Das wird Yasin Saiti wohl selbst nicht so genau wissen. 66. Minute, Winkler für Anton Kade und der fällt dann doch relativ einfach hin und bekommt tatsächlich 11 Meter. Andreas Neuendorf damit mindestens so unzufrieden wie die Preußen selbst. Eine Schwalbe und nichts anderes. Tut mir leid, so klar muss man es sagen. Und umso toller, dass Martin Winkler hier den Elfmeter mit Absicht vergibt. Es bleibt beim 0:4. Ja, der Spielstand gibt es hier, aber trotzdem Fairplay par excellence von den Herthanern. Toll. Und sie können es ja auch so, wie Paul Golombek uns hier zeigt. Solo gegen 3 Gegenspieler. Die Flanke abgefälscht. Ja, nicht nur abgefälscht, sondern auch mit der Hand abgewehrt. Und darum gibt es Elfmeter. Stojanovic hat die Hand zu weit oben. Klare Sache. Und die Chance für Arnel Kujovic. 0:5. Die Hertha das deutlich bessere Team. Auch das Ergebnis in dieser Höhe wohl gerechtfertigt. Es hat etwas von einem Freundschaftsspiel in der zweiten Hälfte dieses Pokalfinals. Zu eindeutig, zu stark Hertha BSC. Und das zeigen sie auch nochmal 8 Minuten vor dem Ende. Nächster Elfmeter. Foul von Jonas Müller und Anton Kade. Und ja,
diesmal wurde er wirklich getroffen. Klare Sache, Elfmeter. Müller trifft da vieles, aber nicht den Ball, und zwar ausschließlich den Gegenspieler. Die Chance für Benedikt Karl auf 0:6 zu stellen, und er nutzt sie. Hertha BSC spaziert dem Pokalsieg entgegen. Tolle Leistung der Jungs von Andreas Neundorf, und das ist dann auch die letzte Aktion im Spiel. Während wir hier nochmal den Elfmeter sehen, kann Andreas Neundorf schon jubeln. Er verabschiedet sich wohl mit dem Pokalsieg, und auch das Double ist ja noch möglich für die Hertaner. Am Wochenende geht es am letzten Spieltag der Bundesliga Nord darum, vom Platz 2 auf 1 zu springen. Für heute war klar, Hertha BSC, ein verdienter Pokalsieger 2019. Das sah auch das Trainertrio Olm, Ulutürk und Mescher bei den Preußen so. Erstmal muss man Hertha BSC erstmal gratulieren, weil es ist wirklich eine außergewöhnliche Mannschaft. Sie hat heute die ersten 30 Minuten mit dem Besten gespielt, was sie haben. Und das war ganz klar eine Nummer zu groß für uns, das wissen wir auch. Ja, da bleibt uns wirklich nur übrig zu gratulieren, weil sie wirklich ein Top-Team haben. Im U17-Bereich schätze ich sie auf alle Fälle deutschlandweit in den Top 3 ein. Da kann man nicht viel ausrichten. Also vor dem Spiel, ich glaube, da hat jetzt keiner groß auf Preußen gewettet oder gedacht, dass Preußen hier wirklich denn eine Chance hat gegen uns. Und doch, Preußen hat ein gutes Spiel abgeliefert, fair, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie haben versucht zuzumachen und sie wurden auch nicht abgeschossen. Und deswegen das Ergebnis 6-0. Am Ende wollten wir denen noch gern ein Tor gönnen und haben ein, zwei Mal gesagt, die sollen da mal raufgehen. Wollten sie nicht annehmen, hat der sportliche Ehrgeiz denn, sagen wir mal, sich durchgesetzt gegen dieses Geschenk. Und sonst, doch, die Freude ist schon bei den Jungs. Nur ist es halt so, wenn so ein Spiel halt so eindeutig läuft und in der ersten Halbzeit schon so klar ist und du eigentlich so eine Halbchance nur gegen dich hattest, dann erlöscht es irgendwann. Ich denke es aber auch, wenn man bei Männern Champions League, wenn das Spiel 5-0 ausgehen würde, ich glaube, da wäre halt auch die Freude ein bisschen begrenzter, als wenn es ein enges Ding ist. Und am Ende wurde ja dann doch noch gefeiert bei Martin Winkler, Spieler des Spiels, und seinen Jungs von der U17 von Hertha BSC, den Pokalsiegern 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.